So, hallo ihr Lieben und dann herzlich willkommen auf den Hundelunge VR-Kanal. Ich werde euch heute ein paar Experience in VR vorstellen. Ich muss gerade los mal an der Controller. Es werden so um die sechs Stück sein. Ich schneide die alle nachher zusammen, dann könnt ihr nachher gucken. Das wird dann quasi eine VR Experience Volume 1 vom Hundelunge VR. 5 kosten gar nichts und eine Experience kostet 3,99. Ne? Könnt ihr mal gucken, ob das für euch was ist. Teils Deutsch, auch mit deutscher Sprachausgabe, teils Englisch. Werdet ihr sehen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Arte. Mein Nicht-Lieblingshänder. Item, was stand da? Item? Microprotion mit Belga Productions. Okay. Das Beispiel ist komplett deutsch. Ist kostenlos. Muss, glaube ich, einmal in den Desktop klicken. Shit. Aber ist nicht schlimm. Marco? Prodo? Was machst du? Ich bin im Bad und putz mir die Zähne. Cool. Geil. Kann leider hier nicht agieren. Man kann sich das nur angucken, aber es ist schon geil gemacht. So denn? Hallo? Hallo. Ich hab mich mal kurz hören, weil ich mir das mal kurz angucken will. Sieht schon cool aus. Holo. Na komm, wo ist er denn? Hallo. Hallo. Polo? Überraschung! Cool. Ich bin total überrascht. Ich steck hier fest. Ich hatte keine frischen Blaubeeren, also habe ich die Früchte von den kleinen Joghurts gekratzt, die dir deine Mutter immer kauft. Das sehe ich. Wie meinst du das? Ich habe das für dich gemacht. Ja, schon klar. Ich meinte das als Kompliment. Das ist süß. Wirklich. Das mit gestern Abend tut mir leid. Es ist manchmal echt schwer, zu dir durchzudringen. Ich weiß auch nicht. Aber es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen sollen. Es tut mir leid. Außer, dass du ein Arsch bist und klein und süß und verängstigt. Wünsch dir was. Können wir einfach darüber reden, was hier passiert ist? Wünsch dir erst was. Ich wünschte nicht, jeder Tag wäre ein einziges Chaos. Mach die Augen zu. Nimm das ernst. Können wir nicht einfach wieder ins Bett gehen? Und das Kreuzworträtsel beenden? Du verbringst deinen Geburtstag nicht im Bett. Jetzt mach die Augen zu und wünsch dir was. Die hat sich schon Mühe gegeben, ne? Auch mit den ganzen Sachen hinzukleben und so. Schon irgendwie witzig, ne? Cool. Nochmal danke an den guten Thomas für den Tipp hier. Ich kannte das nämlich vorher noch gar nicht. Zieh dich an, Marco. Dein großer Tag vergeht wie im Flug. Es ist kein großer Tag. Es ist Samstag. Und ich habe nicht vor, heute etwas anderes zu tragen als meine Unterwäsche. Ich war bei einer Hellseherin, Marco. Was? Wann warst du bei einer Hellseherin? Gestern Abend nach unserem Streit. Wie hast du das denn geschafft? In dieser Stadt kannst du rund um die Uhr zu einer Hellseherin gehen. Hatte sie eine Kristallkugel? Nein, sie hat mir aus der Hand gelesen. Sie sagte, vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Aber dass alles auf den Kopf gestellt werden würde, wie auf einem Schiff im Sturm. Sie sagte, wir müssen jetzt ehrlich zueinander sein und dass wir Gefahr laufen zu kentern.
Sie muss es ja schließlich wissen. Zu kentern, Marco. Kentern. Magst du ihn? Wen? Den Kuchen. Den Kuchen. Mann, du Knaller. Klar mag ich ihn, er ist von dir. Gute Antwort. Dieses Jahr finde ich ihn sehr saftig und lecker. Hast du letzte Woche Elise gesehen? Nein. Sei ehrlich. Gerade ist was total Seltsames passiert. Hör auf, auszuweichen, Marco. Ausweichen? Ich weiche nicht aus. Geh mal einen Schritt zurück. Oder ich roll mal einen Schritt zurück. Man kann das nämlich sich auch im Sitzen angucken. Man muss nicht unbedingt sich das im Stehen angucken. Ich finde, es ist Zeit, dass wir ehrlich zueinander sind. Wir müssen darüber sprechen, wie wir wirklich zueinander stehen. Findest du nicht auch? Hörst du mir überhaupt zu? Ja klar, du willst, dass ich offen und ehrlich bin. Was? Rede mit mir, Marco, bitte. Sieht schon cool aus. Ach, verdammt. Was? Was? Sieh dir die Sauerei doch an. Das waren 2 Liter frische, total ökologische Biomilch, kapiert? Bitte werd jetzt nicht sauer auf mich. Ich versuche nur, den Dialog zu eröffnen. Ich werde nicht sauer. Sie sieht's auch, komischerweise. Ah, geil. What the fuck? Du brauchst einen Kaffee. Willst du Kaffee? Nein, nein, ich will keinen Kaffee. Kaffee. Gefiel mir schon immer, wie das klingt. Kaffee. Das klingt so passend. Polo. Mein Gott. Alle Buchstaben sind genau am richtigen Platz, oder? Kaffee. Ich bin total verwirrt. Siehst du denn nicht, was hier gerade passiert? Was? Ob du nicht siehst, was hier vor sich geht? Natürlich. Kaffee. Hast du letzte Woche mit Elise gesprochen? Nein. Nein. Er lügt die ganze Zeit. Deswegen passiert das nämlich auch. Genau wie Madame Dupont sagt, im Inneren ein guter Mensch zu sein, zählt nicht, wenn man nach außen hin ein Arschloch ist. Wer verdammt ist Madame Dupont? Die Hellseherin, Marco. Bitte, ich hab da wirklich keine Lust drauf. Woher? Hallo Marco, ich bin's, Elise. Liest du jetzt meine SMS? Ich habe mich gefragt. Bitte lass das. Ob du mit mir ins Theater gehen magst? Ich habe Karten. UNESCO mit einem äußerst mürrischen Michael Shannon. Bitte hör auf. Marco, sie hat geschrieben, dass sie dich vermisst. Und du, ich dich auch. Polo, ich kann dir das erklären. Aber ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe. Bitte, ich kann doch niemanden davon abhalten, mir zu simsen. Ich kann mich nicht mehr halten. Vermisst? Echt? Wie jetzt? Was? Nein, natürlich nicht. Niemals. Wirklich. Also hast du nicht geantwortet. Oder doch? Das war doch nur Höflichkeit. Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen. Natürlich bin ich nicht mit ihr ins Theater gegangen. Michael Shannon hin oder her. Und was ist mit meinen Gefühlen? Genau deshalb habe ich nichts gesagt. Ich wollte dich nicht verletzen. Es ist nicht an dir zu entscheiden, was ich fühlen soll und was nicht.
Erinnerst du dich an unser letztes Picknick am See? Du hast den Korkenzieher vergessen. Was? Keine Ahnung. Denk nach, Marco. Letzten Sommer, als du noch bemüht warst. Als du sowas noch gemacht hast. Ja, ich erinnere mich, glaube ich. Hast du da auch an sie gedacht? Nein, natürlich nicht. Sei ehrlich. Vielleicht manchmal. Vielleicht habe ich manchmal an sie gedacht, aber ich wollte es nicht. Und denkst du immer noch an sie? Nein. Ich meine, vielleicht denke ich manchmal noch an sie. Aber ich denke nicht so an sie, wie du denkst. Was meinst du denn damit? Drück dich doch einfach klar aus. Ich möchte das hinter mir lassen. Ich will mit dir zusammen sein. Bist du dir da wirklich sicher? Ja, ich meine ziemlich sicher. Ich weiß, dass ich nicht mehr mit ihr zusammen sein will. Schade, dass wir den Kuchen nicht essen konnten. Er war wirklich sehr saftig. Es hat mir etwas bedeutet und ich wollte ihn gern mit dir teilen. Ich habe Angst. Ja, das weiß ich. Angst hat doch jeder. Das macht dich nicht einzigartig. Jetzt zieh dich endlich an. Echt gut gemacht, Leute. Krass. Ja, Beziehungsprobleme. Da bin ich ja Gott sei Dank raus. Ist hier eigentlich hin? Oh, Messer ist daneben gedallert. Wo ist sie denn hin? Hallo? Frau Polo, wo sind Sie? Also wie gesagt, das ist kostenlos. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Ich muss gleich mal gucken. Ach, ich schneide das eh nachher zusammen. Kommt noch irgendwas? Ich habe nur ein schwarzes Bild, Leute. Ist auch schwarz. Vielleicht wegen der Musik oder so? Weset nett. Ach da, oh, vielleicht hätte ich mir einmal drehen müssen. Denkst du, na toll, super. Die sollen mal so von sowas einen ganzen Film machen, der so anderthalb Stunden geht oder sowas. Dann würde ich mir das auch mal echt antun. Das habe ich, glaube ich, schon in mehreren Experience gesagt. Ich wäre auch bereit, da 5, 6, 7, 8 Euro für auszugeben, ganz ehrlich. Ist immer zu kurz. Wie gesagt, das schneide ich so ein, ich will jetzt nicht sagen Best-of, weil ich gucke mir gleich auch, welche Experience an, die ich noch nie gesehen habe. Das wird einfach so ein Volume 1, dann mache ich vielleicht in ein paar Wochen Volume 2. Es gibt ja genug kostenlose Experience, wo man mal reingucken kann. Das war nicht immer alles gut. Ich zeige euch auch nur welche, die extrem positiv sind oder ausgeglichen. Also nichts, was da drunter ist, weil Bewertungen lügen nicht, ganz einfach. Und dann braucht man sich das auch gar nicht antun, ne? Genau, ist von 2021. Gute Lieben, dann starte ich jetzt mal die nächste Experience und sag mal bis gleich.
So, die nächste Experience heißt Marius mit einem Hasen. Ist auch kostenlos. So warm, Leute. Marius and the Magic Liberty. Liberty? Liberty? Liberty. Okay. Ich habe keinen Ton. Ich raste aus, Mann. Ist immer doof, weil nur ein Monitor hat. Man muss immer wechseln. Was sind jetzt die anderen? So, ich bin ein kleiner Hase. Kann ich da angehen? Ja. Oh, hallo. Good. You're here. I was worried you weren't going to turn up. Listen, there is something you should know. Marius doesn't know you're here. But don't worry. He'll come around. He's just a bit... He's got a lot on his plate. Keinen deutschen Untertitel, wie es ausschaut. Can you please do me a big favor and clean up? Hello. Marius doesn't know the difference between the floor and a shelf. Thanks so much. Enjoy your first day. Okay. Was muss ich jetzt machen hier? Huh? Hi. Come to me. Come to me, you're fine. Du bist ja ein kleiner Süßer. Ja, komm doch mal zum Hundelunge. You're fine. Ist der süß. Okay. Wo ist er? Ah, da. Sehen gerade nicht. Wow. Ach, jetzt könnt ihr. Na gut, ihr habt dann halt die Steuerung. Ich hab die Steuerung, aber das ist okay. Na, wo ist er hin? Der kleine Scheißer. Sehr cool, so eine Riesenbücherei. Das nehmen? Ne. Halt! Stopp! Du kleiner Scheiße, wo willst du hin? Ich gehe dir mal hinterher. Krass. Ich würde sagen, hat der überhaupt noch Power? Der kleine Kerl mit der Riesenbrille. Wuschel, wuschel, wuschel. No. Ich glaube, die ein bisschen dunkler sind. Die konnte man nehmen, oder? Nee. Wie macht er? Also diese Experience ist auch kostenlos. Die kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Boah, ich bin erschrocken. Alter Falter. Also die kannte ich noch gar nicht. Die habe ich noch nicht gesehen. Die gucke ich mir jetzt gerade zum ersten Mal an. Also er rennt quasi in Hasen die ganze Zeit. Ist einer riesengroßen Bücherei hinterher. Warum auch immer. Mir das Gefühl, dass ich das nehmen kann oder so. Oh, das geht sogar. Hey, Bro. Da ist noch eins. Was muss ich denn mit denen machen? Und da ist auch noch eins. Ich muss direkt mal mit. Ich muss schon auf zwei. Hier.
Hier. Soll ich das da drauflegen vielleicht? Lass mal gucken. Weiß es nicht. Was müsst ihr denn hier machen, Junge? Ist auch noch einer. Glock, 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 glock. Kaputt. Ich weiß gern, was das auf sich hat. Weiß es nämlich nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Also falls was ist, können wir ja wieder hier zurück. Warte mal, jetzt kommt der von da? Ich geh mal gucken, was der da macht für einen Scheiß. Ich kann das gar nicht sehen. Ich geh mal hier ein bisschen rum. Kann ich nicht rennen? Nee, schade. Da ist noch ein blaues Buch. Da ist noch eins. Da sind zwei. Ich check's irgendwie noch nicht so ganz. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt die blauen Bücher sind, die wir hier mitnehmen müssen, weil er ist irgendwo da hinten. Kommt da gar nicht durch, oder was? Ist das auch noch eins? Oder muss ich hier drauflegen? Kann natürlich auch sein. Ich nehme die jetzt mal und bringe die mal zu denen hin. Muss ich mal kurz drehen, ich bin hier mitten im Raum liegen. Könnte sein, dass er die braucht. Hier, Digga. Jetzt kann ich die nicht nehmen, scheiße. Oh, ich jetzt einmal recht umlaufen? Hier ist auch noch eins. Ich check's irgendwie überhaupt gar nicht. Vielleicht muss ich die ja zum Eingang bringen, wo wir waren. Vielleicht auf den Tisch legen. Ich versuch das mal. Wetten denn quasi alle, ne? Oder? Ich kann hier nicht rennen. Das nervt mich voll. Schneller, Junge! Ich versuch das jetzt mal, ob das geht. Nicht die Lösung. Geh mal hin zu den kleinen Scheißer. Ich muss mir das irgendwo ins Regal wieder räumen oder so. Das bin ich reingebackt. Auf jeden Fall rennt er die ganze Zeit hier rum. Weil hier ist ja auch noch ein rotes Buch. Guck mal. Aber auch nichts angezeigt, wo ich irgendwas reinstecken kann oder so. Ah, da macht er irgendwas. Ich gehe mal gucken. Also hier können wir wohl nicht lang. Ach, wir hätten einfach hier lang gehen können. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Hier, nimm doch mal. Ich weiß natürlich nicht, ob das richtig ist. Es wird nichts erklärt, Leute. Es wird einfach nichts erklärt.
Dann muss ich die wieder ins Regal räumen. Nee. Weil er guckt auch immer hoch, wenn ich das nehme, ne? Also scheint das schon. Die roten auch. Doch Quatsch, oder nicht? Ja, Leute, weiß ich auch nicht. Weiß nicht, was ich hier machen soll. Kann man nicht vorstellen, dass ich jetzt die ganzen blauen Bücher, weil es sind auch rote Bücher. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, weil ich einfach nicht weiß, was ich hier machen soll. Vielleicht könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, was ich machen soll oder machen musste. Ich check's einfach nicht. Er rennt immer mit seinen blöden Büchern herum. Das kann ich, sag ich, die ganzen blauen und die ganzen roten da hinmachen muss. Ich werde doch irgendwie Das ist ja auch noch ein blaues. Irgendwie total komisch. Gefällt mir auf jeden Fall nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Gut, ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt gleich die nächste Experience. Bis gleich. So, Lieben, mein herzlich willkommen auf den Hundung-VR-Kanal. Jetzt zeige ich euch The Dawn of Art. Das ist eigentlich ganz cool, das habe ich schon ein paar Mal mir angeguckt. Leider nur Englisch, aber egal. Da muss das denn. Gucken wir uns den Film an. Vitalturen könnte nämlich noch ein bisschen rumlaufen in der Höhle. Geht ungefähr so 15 Minuten. Ist auch kostenlos. Ich zeige euch danach ein Spiel, was 3,99 kostet, was auch gut gemacht ist, auf jeden Fall grafisch. Yeah! The Dawn of Art. Ich bin froh, dass das jetzt alles über Erling oder Metalink echt alles funktioniert und das sieht so geil aus. Ich habe das damals mit der Rift S, glaube ich, gesehen und da sah das schon geil aus. Wow. Genau, 36 years bevor sie... Kann ich mich jetzt entziffern? Dreh mich mal hier so ein bisschen. This is where we stopped. Under the great arch. By the river. In the distance, another fire is burning at the entrance of the cave. Take this fire with you. It will guide you deep into the heart of the cave. Ich könnte jetzt, glaube ich, das gleich anzünden. Genau. Seid ihr gleich in der Höhle? Das sieht so geil aus da drin. Sieht richtig gruselig aus, finde ich. Das ist ein Pferd, ne? Ich glaube, das ist ein Pferd. Zumindest hat gehüt. Ist das nicht hier Manny von Ice Age? Hey Manny, was geht? Hey Hirschi! Cool. Ist das ein Tiger oder ist das? Ich sehe das gerade. Hier ist ein Bär, ne? Das gerade nicht so richtig sehen. Ich habe die Macht. Here we are,
Listen. Don't move. Just observe him. What the fuck is that? He is the cave bear. You have seen him in your dreams. You are now in his home. Ich will ihn mal nicht anzünden, der arme Kerl. Schon cool aus, ne Leute? Sieht schon beeindruckend aus. Ich mag sowas im Höhlen. The skull of one of his brothers was placed here some time ago. Leider gibt's davon echt so gut wie gar nichts im VR, wo man auch hier rumlaufen könnte. Us. Here too we left Kalkstein, our mark. Ne? Look around you. You're close. Ah, sieht schon richtig mega nice aus, Leute. Here. Oh. One of us scraped the clay, ah, hier. Revealed the limestone and gave it shape. Cool. The mammoth was always here in the stone. The artist felt its presence. He brought it to life so that we could bear witness. Look, before you lies humanity's first masterpiece. Wow, a fresco oder? So massive, we can hardly see all of it at once. Ich glaub, hinter uns war nix. Take a step back. We can see horses. One of them expresses fear. Another is playing, and the last has pricked up his ears in curiosity. Schon fett. Wie gesagt, das würde ich mir wünschen in VR, dass man hier rumlaufen kann und sowas. To escape from the dann als Horrorspiel, eieiei. Und da wird der Fackel rumlaufen. Wird euch in die Hose scheißen, also. Here, furry rhinoceroses are clashing in a battle of titans. Have you seen the cave lions? The lioness threatening the male. Ja, schon einer der besten Experience. At the other kostenlos, end ne? of the wall, reindeers and stags are running away. Here again, the artist uses the relief jetzt, ne? of the rock wall to reveal its shapes. Ich habe es damals, ich weiß nicht, 3-4 Mal angeguckt. Also ich habe das jetzt auch. Ich weiß gar nicht, von 2000 ist das, glaube ich. Ich habe das jetzt echt jahrelang nicht mehr gesehen. Wie gesagt, bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte eigentlich mal ein paar Experience zusammenschneiden, weil nur ein Video wegen 6 Minuten oder so guckt sich keine an, dann lieber zusammen so ein Zusammenschnitt machen. We are attentive to their every movement, to their every breath. Cool. The very essence of these creatures has been captured. By people who were chosen to go into the cave and to bring our beliefs to life by drawing them. The animals we've hunted, eaten, whose skins and furs we've used for clothing. We have observed them for a long time. Recreating them in our sanctuary so that they will continue to exist forever. Nicht verschwinden, bitte. Ich werde euch vermissen. It's your turn to touch the wall of the cave. Was? Was soll ich antatschen? Was soll ich anfassen? Ach da. Go on. Touch it. Okay, fass das an. Touch it, baby. Muss mich kurz hinstellen, weil ich... Versucht die mal, die Experience halt mal alle so im Sitzen zu zeigen. So, was guckt man sich eigentlich sowieso nur im Sitzen an? Wow. Das sieht schon beeindruckend aus, Leute. Yeah! Wow. Hey Jungs, hier bin ich. It was here that our paths crossed.
It was here that we met one another. Das ist gar nicht so hübsch in Erinnerung, aber die Brillen waren halt nicht so gut, ne? Of this river, of this uneven ground, of this unique, recognizable, inevitable mineral arch. All conspired to bring us together, to unite us. From north, east, south, and west, men, women, and children all gathered here. Cool gemacht. And here they left their trace. Geil. A trace that leads to you. Nicht schlecht, Herr Specht. Sehr gut gemacht. Ist leider nie was Zweites rausgekommen von denen, meine ich. Kann ja nochmal gucken, aber das wüsste ich. The Dawn of Art. Ah, Google hat sogar mit zu tun gehabt. Ja. Ah, hier von 2000, sag ich doch. Ich meine nämlich, das auf dem Kopf gehabt zu haben. Ja, sehr gut gemacht. Für kostenlos mal eben, ich weiß gar nicht, wann ging das, 15 Minuten, 17 Minuten. Guckt euch das an, also ich kann euch das echt wärmens empfehlen. So, die, wir machen denn jetzt gleich den nächsten. Ganz kurz warten, bis ich wieder ein Bild habe. Ach, ist ja eigentlich egal. Ist ja eh vorbei. Genau. Ist ja eh Ende im Gelände. So, jetzt mache ich mal die nächste Experience an. Bis gleich. So, meine Lieben, weiter geht's. Experience zeigen. Ich finde das ein bisschen gruselig. Ich habe mir das damals angeguckt. Ich habe so Schiss gehabt. Das kostet 3,99 Leute. Das sieht aber echt verdammt gut aus. Werdet ihr auch sehen. Also, da lohnt sich auch das. Da sind auch Spinnen und Tiger und Pferde und einfach der Knaller. Also, ihr müsst denn hier draufdrücken. Oh. Guck mal, der sieht auch richtig fett aus, oder? So, der schiebt uns jetzt hier rum. Ich geh mal ein bisschen mehr in die Mitte. Moment, ich mal gucken, ob ich das irgendwie... Ich habe zwei dann. Jetzt ein bisschen zentrieren. Ach, das geht schon. Guckt euch mal, wie geil das aussieht. Sieht so gut aus. Danke, mein Freund. Bester Mann. Oh! Ja, und das meine ich damit. Also... Ich würde es eher als Horror-Ding bezeichnen, als Horror-Experience. Gibt denn hier diese Taschenlampe? Sonst könnt ihr, glaube ich, nichts machen, ne? Ich könnte die nur an- und ausmachen. Ey, könnt ihr auch schießen, ne? Guck mal. Boah, ich bin erschrocken. Und die Tonqualität ist auch der Knaller, ne? Also sie ist wirklich mega gruselig. Yeah! Ich habe das goldene Ticket bekommen. Yeah! Oh, wow, 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 wow. Wie gesagt, mega fett. Ich habe das aber jetzt auch, glaube ich, schon... 2-3 Jahre nicht mehr gesehen. Ich bin da damals drauf gekommen, weil Voodoo.de das mal gezeigt hatte. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich bezahle die 3,99. Guck mal das mal an. Ich hasse nicht, ich habe ihn nicht erleuchtet. Also was Böses würde ich niemals machen. Yeah. Boah, guckt euch mal hier. Oh, ich bin erschrocken.
Ach, jetzt kommen die mich angreifen. Die Spinnen kommen, Leute. Uah. Uah. Das ist gruselig, Leute. Hey, du kleine Scheiße. Uah. Oh. Habelt mich wieder alles am Körper. Böse Spinne, böse. Ja, ich leuchte mir ein. Ich glaube, die haben auch nichts mehr gemacht. Die hatten auch nur das Projekt, glaube ich, am Laufen. Was ich auch so schade finde, weil das so geil aussieht. Überleg mal, wenn das wirklich von 2000 ist, wir haben 24, da haben die echt für 3,99 mega einen rausgehauen, muss man mal so sagen. Wow, konntest du das denn so richtig so anfassen, ne? Patija! Fein! Hey, ja, fein, mein kleiner Pupsilein. Das hat damals bei mir gerurrt wie Sau. Jetzt muss ich das nämlich hier festhalten. Springt er nämlich jetzt hier. Komm, mein Hasi. Wow! Ja, fein. Ich kann leider nur in einer Hand. Bringen. Spring ins Gesicht, bitte. Gucken, ob das geht. Nee, es geht nicht. Okay, müssen wir höher halten. Wow! Hör doch auf. Hör doch auf mit deinem Späßchen hier. Oh oh. Ich hasse Klons. Ich finde euch so gruselig. Geil. Alter Falter, oder? Ja, da hast du einen rausgehauen, Digga. Oh, oh, der will mich anpupsen, oder was? What? Schnapp mich doch. Da hatte ich damals Motion Sickness bekommen, also mittlerweile lache ich darüber. Ah, es geht. Ich merke ein bisschen noch, minimal. Naja, Motion Sickness kriegt ihr bestimmt davon. Also ich merke das immer noch ein bisschen. Jetzt nicht so extrem. Hält sich noch im Rahmen. Nicht mehr aufgegessen. Ach, ich habe 16 Spinnen getötet, davon 12 und zweimal ist er durchgesprungen. Ich könnte jetzt rein theoretisch das nochmal starten. Quasi wie so ein kleines Battle. Ich weiß gar nicht, ob er dafür Errungenschaft kriegt. Ja, das war das Zirkusspiel. Wie gesagt, 3,99, wenn ihr euch das angucken wollt, ich kann es euch auch empfehlen. Also grafisch sehr gut gemacht, ne? Gut, dann wechseln wir jetzt zur nächsten Experience. Bis gleich.
So, das ist hier The Book of Distance. Distance oder Distance. Gibt's leider nur Englisch, Französisch. Keine Ahnung, was das ist. Nimm mal Englisch. Und dann auf Start. Das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. So, The Book of Distance. Okay, ich will nur kurz gucken. Man kann nur nach vorne gucken, okay. Dann machen wir das mal hier. So, steht hier. Turn the page of start. Okay. To you the time, this is your love, better your future. Könnt ihr ja selber für euch selber umsetzen. Ich bin da komplett raus. Das sind wohl auch originale Aufnahmen hier von der Geschichte. Könnt denn hier scheint wohl der Junge gewesen zu sein. Those images are of my grandfather, Yonezo. I'm the kid in that one. Okay. Was ist das? Okay, der hat bei seinem Großvater, glaube ich, gelebt. Kann das sein? Nehmen wir das hier, das Hufeisen. So, you can throw that over to your left. Ah, hier, dann könnt ihr euch so drehen. Ah, fast. You have to look where you're throwing. Keep your eyes forward and follow through with your hand like this. Ah, okay. Danke. Okay. Muss aber auch dann richtig halten, ne? Also so. Passt. Oder auch nicht. Thanks for being here. This is a place I made as a way of thinking about my grandfather, my family, and our stories. This is my dad. When I spoke to him, he said this. Well, you knew Grandpa, like, he was so present by his lack of presence. It's true. My grandfather was the quietest man I've ever known. He never spoke about his past or his life in Japan before he came to Canada. And he never spoke Japanese to me. Okay, Schwester. I was young, but it almost felt like being Japanese was something to be kept quiet. He was 18 when he came to Canada. Of course, when I think about going to Japan, I think about taking an airplane. But when my grandfather left home as a boy, it was 1935 and he traveled by ship. It would have taken weeks. Randy, I think that he ich glaube, das sind auch Originalstimmen, ne, von denjenigen. He was 18 when he came here. No, like he was 15. Are you sure? I would bet my life on it, but it is getting so short now, it's not even worth that. why did he leave? Ah, 15, nicht he left because 18. He had an older brother that had visited out here, and he was telling him about how great it was. And so, Dad, being the adventurous person that he was, decided to come out. It was the 1930s. What did a house in Hiroshima look like? Like this? On Hiroshima, I know he okay. had siblings, brothers, and a sister named Humiko. Also die komplette Familie, ja, oder was? Es ist leider kein deutschen Untertitel, also ich muss das eher... Ah, hier, da steht es nochmal oben. 1933. Ich muss das eher raten, als alles andere. So, müssen jetzt ein Bild machen. Kann ich nach vorne? Ich muss wohl... agieren im Raum, okay? Okay. He was introduced to a Japanese family in Canada and he wrote them. Ist auch eine kostenlose Experience, nur zur Info. Danke.
I wonder how he felt exchanging letters with people so far away, cool, in a place he could only imagine. Okay. Muss er nehmen, oder? Ja. Okay. Also das könnt ihr könnt ihr auch nur nutzen, wenn ihr Platz im Raum habt. Eventually, from across the ocean, he received an invitation to start a new life. Weil ich meine, nämlich hätte das nämlich schon mal ausprobiert und ich hatte damals den kleinen Raum. Ihr braucht viel Platz in der Wohnung, sonst könnt ihr das knicken. What did they learn about each other? My grandmother, born in British Columbia, wow, was the eldest in a family of girls. Is that guy what you didn't you wish you? Cool. Cool. Sehr geil. Das ist ein richtiges Ticket, wa? Sehr cool gemacht, ehrlich. Wow. What do you take with you when you leave on an adventure? What do you do? Gucken, was jetzt mit. Wir brauchen auf jeden Fall den Reisepass. How did it feel to leave the only home he knew for a place he could only imagine? Auf jeden Fall was. Mach das jetzt gerade im Stehen. Jetzt geht's nämlich nicht. Ach, ihr könnt alles mitnehmen. Okay, die Sachen konntet ihr, oder durftet ihr mitnehmen, oder was? Okay. Also eher zum Stehen ist das, nicht zum Sitzen. Stelle ich mir auch mal hin. Ist auch sonst doof. Dann geht er, ja. It was different to leave home in those days. Did they even know if they would meet again? What did they say to each other as he left? Ist sehr cool. Ist echt gut gemacht, ey. Für umsonst. Möwi, komm zu mir. Tschö, mach's gut, schwing Hut, Jung. Cool. What did he hope for, this young man? What did he think his future would look like? It would have been in a place not so far from here. I wonder what it looked like the moment they first saw each other. Careful, just take a step back. This place is an act of imagination. It's an idea. Do all places start like this? Cool.
Welcome to Canada. Okay. Cool. Cool gemacht, Leute. Stempel! Kann durchgehen, okay. Canada. Here's yours. Thank you. Okay, ich soll da hingehen. Ich stelle mich mal hin. Stempel mich! Danke. Jetzt kann ich hier auch durch. Yeah! Okay, kann aber nicht. Hä? Moment. Ich gehe mal. Ja, es geht. Okay, also ihr müsst, wie gesagt, Platz im Raum haben. Sonst könnte das echt knicken. Ich mache das jetzt mal doch im Stehen hier. Ist doch egal. Cool. A home begins as a story we tell each other. A shared hope. I think they were clearing the strawberry land at the time. Because I can remember them talking of dynamiting out tree stumps to get rid of the stumps to clear the land for the strawberry fields and all that. Okay. Lächeln. Lächeln. Jetzt. Ah, das war die Familie gewesen, okay? Scheiße, ich hätte es lieber doch die ganze Zeit machen sollen. Warum versuchst du, Momente zu kapieren, um zu stoppen, wenn wir glücklich sind, stolz, zusammen? Acht Kinder, Heidewitzka. Heidewitzka, Kapitän. Oh, mein Akku ist fast leer. Moment, kurz hier Ersatzdings ranmachen. Ja, ich nehme das gleich. Moment. Oh nein, mein Akku ist leer komplett. Also jetzt das andere Akku. So, kurz den Stuhl hier zur Seite. Ich komme ja sonst nicht ran, wo ich hin muss. Okay, wo soll der hin? Hä? Mal auch, oder was? Ach, dahin? Moment. Ich weiß gerade nicht, wo ich das hinbringen muss. Ach, hier. Oder? Ah, okay. Sehr geil. What was it like to build a home for your family with your own hands? Also ich habe hier auch keinen Endlosraum, nur mal so zur Info. So langsam wird's eng. Okay. How did it feel to grow crops and build a business? To have your hopes and dreams come true?
Gut gemacht, echt. So am Anfang habe ich gedacht, so ist ja nicht so cool. Aber du kannst ja auch echt erkennen drin, ne? Also, aber wie gesagt, die keinen Platz haben, die können das echt vergessen. Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit mittlerweile. Oh, wie geil. Sag mal hier, Ei. Ist das für mich oder was? Achso, die gibt das weiter, okay? Okay. Ist ja cool gemacht, Leute. Erdbeeren auch? Hier. For you. A war had begun. It started with registration, curfews, and surveillance. Cool. They were told it was for their own safety. The vehicles were taken away. And then they were told they had to pack only what they could carry. Das werden wahrscheinlich auch Originalaufnahmen sein, ne? Genau da, okay. Ich hoffe, ich kann euch das komplett zeigen. Wie gesagt, mein Akku spackt voll rum. Weiß nämlich nicht, wie lange das geht. Wollen die das Land einnehmen oder was? Hier von den Klauen oder wie? Wurden die verhaftet oder was? Ich glaube, die wurden verhaftet, Leute. Warum? Original Dinger, krass, ne? Oder? Wie geil das aussieht. Mit Fingerabdruck und so ein Schnodder. Geil. Also nicht geil, aber gut gemacht. Muss ich denen das zeigen? For you. We were moved primarily because we were Japanese. Really for no other reason. What weren't they allowed to take? Cameras, radios, why weren't they allowed? By government regulations, I would think. Precautionary measures of spying and that sort of Do you think that was a real danger? Never. Never in my wildest dreams. I mean, people come here for a good life. They hope for a better life, and they were well on their way, trying to do that through hard work and everything else. Ah, warte mal, ich habe noch einen Ersatzakku, Moment. Ich hole das gleich mal kurz da. Dann baumelt das zwar da fest. Was machen die jetzt? Verhaften die? Die nehmen die mit? Was? Das ist ja krass. Bleib ruhig. Ich werde deine Familie klauen. Ey, das ist ja krass. Ich werde mal ganz kurz, ich habe Angst, dass ich das euch nicht komplett zeigen kann. The family was separated. And they were taken to different internment camps. Hier so ein Akku runterhängen bei mir. Das habe ich damals bei Samsung gewonnen, so ein ganz dünnes. Ich gucke, ob ich das irgendwie unter meinen Kopf mal festhalten kann. Wir brauchen hier. Ach, die sind in so ein Lager oder was? Oder was? Oder wie? Oder was? Naja, ich brauche doch meinen Controller. Ach, wie mache ich das denn jetzt? Versuchen wir das. Ich hoffe, dass es nicht runterfällt. Oder das hängt hier nur so runter.
Muss ich ein bisschen vorsichtig heute jetzt agieren. Ja, ich hab's gecheckt. Ich muss nur ganz kurz langsam drehen, dass nichts passiert. So. Das ist so ein Gefangenlager. Der wurde gefangen genommen, oder was? Ja, ach du Scheiße. I get lost at this point sometimes. I don't know how to show this moment. Images of the camps were controlled and my grandfather refused to talk about what happened. I'm trying to find a way to see him here. To stand with him. Perfect. Because most didn't. Most were able to look away. Who gets to tell us where to stand? On one side of a line or another? Whose safety gets to be more important than another? Whose fear gets to separate families? Eventually, my grandfather was told that if he agreed to go to Alberta and work under supervision, that he could reunite with his family. Wurde der entlassen oder was? Oder freigelassen? Versteh's leider nicht so wirklich. Vielleicht könnt ihr was darunter mal schreiben. Das wäre auf jeden Fall richtig nett von euch. Wie gesagt, ey, krass, ne? Wow, krieg ich voll Gänsehaut. Wow, und das ohne Motion Sickness. There were no reports of threats or wrongdoing. There were no crimes or acts of subversion. 22,000 people were removed from their homes. They went peacefully, trusting that they would be treated fairly. Was mit 2,000 Leute? Okay. Wolfie! 1, 2... Humans being humans, there are some that believe their workers should have something reasonable to live in. Others treat them like it's forced labor and they're lucky to have a roof over their head, so they would be the equivalent of glorified, fixed-up chicken coops. I can remember when we were staying in, we would hear the coyotes howling outside, and I can look through the knotholes in the siding to see them if the moon was shining right. Was ich mich bewegt habe. Scheiße. Moment, ich muss gucken, ob ich das wieder reingestopft kriege. Moment. Das ist ein Scheiß, ey. Ich brauche ein anderes. He worked for someone else on land that he did not own. Mit richtig viel Akku, ey. He was not allowed to possess vehicles, newspapers, radios, cameras, or to gather in groups with people who looked like him. Eventually, das hatten wir ja schon. He wrote letters, trying to learn about his situation. I have only the responses. They came from many, from government employees and departments created to respond, to delay, to erase. Also es scheint echt original First Dokumente January, 1943. Department of the Secretary of State, Office of the Custodian, Japanese Evacuation Section. 12th May, 1944. Request for funds held to your credit at this office has been forwarded through the Department of Labor. We have now had a recheck of your chattels, and is enclosed herewith a revised list, which we trust you will find satisfactory. 28th December. No revenue accrued to your credit at this office in view of the fact. Kindly sign and return one copy to us. 17th of November. Your house and farm have now been vacated by the previous tenant and are going to be rented to a Mr. H. Belongings as assigned by you. It will be necessary for you to pay the freight on this, and you should indicate your willingness to do so in your application to the Security Commission.
Yours truly, H.F. Green, Manager, Protection Department. Hört er gar nicht mehr auf. Wurden die verurteilt oder was? Oder wie? Oder? Eventually, after years, it must have become clear. The possessions, the heirlooms, the house and the land had been sold without their knowledge or consent. For money they would never see. He would never be able to go home. And then, later, he received news from further away. Geld damit gemacht haben, wurden die verhaftet oder was? Also habe ich zumindest die Befürchtung. Und dann wurde er von den Familien getrennt. Und dann ging er ins Gefängnis und wurde dann wieder freigelassen oder was? Oder wie? Ich verstehe es nicht, sorry. Ich verstehe es einfach absolut gar nicht. Das Bild habe ich schon gemacht, ja. Home, zu Hause. Achso, dann waren wir ja zu Hause. 1945, okay. Cool. Ah gut, der war 4 Jahre weg, ne? Ich glaube, 41 oder 42 wurde er... Wow. War das nicht mit der Atombombe? Naja, das war so, das war da. Bin sogar ziemlich sicher. Eventually, he learned that his sister had passed away. Will aber natürlich nichts Falsches sagen. Bomb was dropped on Hiroshima. Genau, Hiroshima. Das war 1945, ne? How do you begin to imagine a whole life? My grandfather never spoke to me about his past. He never spoke to us in Japanese. I know that without a home to return to, he stayed, and he worked. Eventually, he scraped together enough to buy a small house in Alberta. My father grew up in that house, watching my grandparents work 7 days a week to provide for him. And in turn, my father worked just as hard to create a better life for me. My father's never been to Japan. When my father built a home for his family, my grandfather was there to help him. My grandpa was a big presence in my life. We'd fish, camp, play games, and he'd talk about the weather the way only a farmer can. Ach, sein Opa. Okay, Grandma. I didn't know about what happened to him during the war until I was already in high school. And when I asked him about being forced to sleep in cattle cars, separated from his family, he refused to talk about it. Only smiling and saying, "You can get used to anything." After school, I saved enough for a ticket, and I flew to Japan. And while I was living there, the great hero of my life passed away. Grandma. おじいちゃん。 おじいちゃんの生まれた場所を訪れました。 美しい場所でした。 あなたが旅に出たことを感謝しています。 おじいちゃんのおかげで私は美しい世界を見ることができました。おじいちゃんの願いがこんなに遠くまで届いてるが見えますか? Ach, wie süß. Niedlich. Wow.
Okay, go to the next one. Ooh. That looks like that. How old would he have been there? I don't know, pretty young, huh? Yeah. Cool, mega cool gemacht. I mean, I think that's a... funny as I'm looking at this, I say to myself, yeah, I wish I'd talked to him more just to, yeah, because just from knowing him, like, or not obviously, know him, just from who he is, it's still hard for me to understand his explorative nature. Yeah. Cool. Yeah, it's good stuff. Puh, echt gut gemacht. Ah, ist von 2000, habe ich mir schon gedacht. Ich habe zwar jetzt nicht viel verstanden von der ganzen Geschichte, aber ich fand es echt gut gemacht mit denen, wo man so Erdbeeren streuen kann, wo man die Steine aufhebt, wo man den Feuer da reinballert. Also wirklich gut gemacht für umsonst. Krass, echt. Mega. Ja, Leute. Kommt da irgendwas? Ich denke mal nicht, ne? Nein, da kommt nichts mehr. Ja, das war jetzt die vorletzte Experience. Da machen wir jetzt nur eine. Ich werde aber erstmal kurz meinen Akku laden. Und dann schneide ich es zusammen und lade das dann. Wo haben wir jetzt? Na, wir haben schon 9:30. Also ich lade das. Versuche das heute Abend noch hochzuladen. Dann habt ihr es morgen. Könnt ihr es morgen gucken. Ja, vielen Dank für. Ja, wenn ihr nachher guckt. Ich muss jetzt mal meine Brille aufladen. Bis später, Leute. Ciao, ciao. So, meine Lieben, jetzt die letzte Experience. Ich krieg die nicht im Vollbild, keine Ahnung warum. Also die ist nur so halb. Müssen wir gerade mit leben. Ich glaube, die ist ziemlich alt. Die heißt Senezza Pesso o Mini Opea. Und natürlich Hi. Muss gerade gucken, wie kann ich das bestätigen? Die habe ich mir damals schon angeguckt. Die fand ich eigentlich ganz cool. Muss gucken, wie ich die betätige oder bestätige. Oh. Toll. Ah, ihr müsst auf den Thumbstick einmal rechts drauf drücken. Nehmt das echt nur so klein auf, voll ätzend. Kostenlos.
Schon cool gemacht. Welchen Jahr das ist, kriegt das Bild nicht größer. Also ich hätte das vielleicht eine Desktop-Aufnahme machen müssen, weil bei mir auf dem Monitor ist ein Vollbild, alles safe. Aber ansonsten guckt es euch selber an. Ihr seht ja alles, was ihr sehen sollt. Das ist natürlich jetzt qualitativ für YouTube jetzt nicht so der Knaller, weil das Bild halt nicht Vollbild ist, ne? Hat damals so geruckelt bei mir, Leute. Das ist echt. Schon sehr, sehr cool. Ach, das war's leider. Ja, Lieben, ich werde euch zu den Experience in der Beschreibung die Links versenden. Dann könnt ihr euch das selber nochmal angucken. Wie gesagt, es ist nur eine Experience bei, die 3,99 kostet. Das ist die mit dem Zirkus VR. Aber es ist grafisch auch die beste, muss man einfach mal so sagen. Zumindest was vor 4 Jahren waren. Ich werde nach und nach, also ich werde nicht sagen, dass ich morgen oder übermorgen nochmal sowas mache. So nach und nach, peu à peu, immer so zwischen 4 und 6 Experience aussuchen. Ich werde euch die zeigen mit Verlinkung etc. Ich werde dann immer eine reinpacken, die Geld kostet. Und die anderen werden dann kostenlos sein. Ich muss gerade so machen, sonst startet er nämlich weiter. Ja, ich würde natürlich über ein Feedback von euch freuen, wenn ihr schreibt, hey, das ist voll scheiße, mach das nicht weiter, dann mache ich das auch nicht weiter. Aber nein, war ganz Spaß. Würde mich natürlich über ein Feedback freuen und wenn ihr ein Däumchen habt, natürlich auch ein Abo, logischerweise auch. Gut, ihr Lieben, ich sag mal, bis morgen, da machen wir das Half-Life Alyx, den Mod weiter, da freue ich mich auch schon drauf. Mach aber vor, noch was mit dem guten Thomas und sag mal bis dann, euer Hunde Lunge, we are! Miau!